Steck die Waffe weg! Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. Ich muss schon sagen, fashion-technisch sind wir doch schon ziemlich geil unterwegs. Gut, wo wollen wir als nächstes hin? Irgendwo. Ich gehe einfach mal... Volbison. Das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein paar... Vorräte für Peda. Wie viel? 10, 20 Eiswolfsfälle. Wie viele haben wir denn gerade? 6. Ah, es sind noch so 3 Rudel oder so, die wir machen müssen. Ich versuche das mal. Naja, gut, versuchen brauche ich es ja nicht. Ja, oder später treffen wir sowieso auf welche. Blöpp. Oh, natürlich trifft das nicht. Geil. Jetzt hier runterspringen will ich auch nicht. Ach, guck mal. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja. Aua. 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 Ja, es waren leider nur 2. 8. Ja. Wie gesagt, früher oder später kriegen wir das sowieso hin. Da muss ich da jetzt nicht so krass ein Augenmerk auflegen. Also gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Das ist einfach... Gehen wir mal hier hin. Aber eigentlich wollte ich hier so hin. Ja komm, wenn wir schon mal hier unten sind, dann kann ich mich auch hier unten mal umschauen. Weil ich so das Gefühl habe, dass wir hier vielleicht nicht ganz so oft hinkommen. Wolfskraut. Und ein Wolfsgeheul. Geil. Blöp. 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 Und blöp. So. Wäre das von wegen 3 Rudel und dann habe ich's, aber irgendwie... Normalerweise sind Wölfe in größeren Gruppen als nur mit 2 unterwegs. Weiß auch gar nicht, was das auch immer soll. Naja. Kommt bestimmt daher, dass ich jetzt diese Quest habe, von wegen Eiswolfsfälle. Deswegen gibt's gerade keine mehr. Richtig frech. So, gibt es dort unten irgendetwas? Ist wahrscheinlich nicht. War ich da? Ja, von da kam ich. Okay. Dann sind wir hier. Mich aber noch zurückgelaufen, ganz dumm. Ach, guck mal, ja, hier sind wir. Säbelzahntiger. Ich bin gespannt. Oh Gott, schau mich doch nicht so. Alter, wo kommst du denn her? Toll. Jetzt habe ich alle 3 am Arsch. Ja, das ist, ja, es ist toll, ne? Unser normaler Heiltrank stellt auch unglaublich viel wieder her. Das ist unglaublich. So. So, ah, der Säbelzahntiger macht ordentlich Schaden. Ich bin mal gerade ganz cocky und hab noch nicht geheilt. Ah komm, Brot. So viel Brot braucht kein Schwein. La 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 la. So, was ist hier? Weißes Tigerfell. Geil. Guck mal, da hinten ist ein Turm. Den haben wir auch schon öfter gesehen. Ich vermute mal, dass das Xalas Turm ist. Und da hinten ist der Hammerclan. Wollen wir mal Richtung... Weißt du was? Ich glaube, das mache ich mal. Dann begebe ich mich mal in Richtung Xalas Turm. Das wäre zumindest mal etwas, was man anpeilen könnte. Schnapsbeere. Ich lasse sie einfach mal hier. Genug von dem Kram. Das ist ein Wildstand.
diesen Spielen ist ja sowieso nichts, deswegen gucke ich da auch gar nicht hin. Aber so Wolfskraut nehme ich mal mit. So, zack. Danke dafür. Ist noch mehr Wolfskraut. Ich bin froh, dass die Wollbison... dass die Wollbisons nicht von sich aus aggressiv sind. So. Ja, das könnte wehtun. Ich versuche mal jeden Mal einmal anzuditschen. Oder verschiedene anzuditschen. Das hat, glaube ich, mehr Sinn als ein was zu töten. Wenn ich sowieso so kämpfe. Es ist geiler, wenn alle ein bisschen niedriger sind. Ah, nicht umdrehen. Nein. Schinken. Ja. Das nehmen wir noch hinterher. Es war zwar nur ein Schlag, aber... sicher, ne? So, ich guck mal, wie viel haben wir denn jetzt? 17. Jetzt ist doch schon nur noch 3. Und dann haben wir das auch hinter uns. Ah, sogar getroffen. Ist sogar mehr. Uhuhu. Also hier kannst du echt keine 10 Meter gehen, ohne gefühlt den Kampf deines Lebens zu führen. So. Nice. Zum Glück bringt ihr auch gute Erfahrungen. So dass man zumindest auch. Boah. Die Möhren hätte ich vielleicht. Ja, gut, egal. Komm. Speicher mal. Ganz wichtig. Du bist ja noch nicht gespeichert. Huhuhu. Gut. Ah. Okay. Ich finde das lustig, dass die ganzen Kräuter und so hier auch mit Schnee bedeckt sind und komplett anders aussehen und ich mich die ganze Zeit wundere, was das für Dinger sind. Und dann erst recht einsammeln will. Obwohl ich davon dann immer wirklich schon genug habe. Hi. Kacke. Ich bin mal feige. Aber weißt du was? Geronimo! Wow. Ja. Vor allem ist es ja nicht mal feige, wenn ich die Hellebarde nehme. Es ist halt einfach sinnvoller. Da unten ist Blut. Das ist schon mal ein schönes Zeichen. Okay. Ich speichere mal und wage den Sprung nach unten. Ja. Nice. Es ist unglaublich. Du gehst um die Ecke und hast schon wieder einen schwarzen Troll. Und das ist noch so. Alter. Man hat hier niemals seine Ruhe, merke ich gerade. Zwei Hände. Eine alte Truhe. Naja. Sagen wir es mal so, ich brauche ja eh die Erfahrung, ne? Passt das schon. Ich hoffe mal, ich kann den schwarzen Troll vergiften. Ja, kann ich. Hier. So. Und so. Aber, ja. Wahrscheinlich habe ich die Vergiftung gerade mit den Feuerfallen weggemacht. Ich nicht eigentlich auch. Weißt du was? Warum eigentlich nicht, ne? Wow. Gut, es war zumindest spaßig.
Und mal eine Abwechslung. Ich nehme mal die hier. Komm. Warum eigentlich nicht? Wow. Man sollte auch treffen. So. Ach ja, ist ja richtig heldenhaft, was ich hier mache. Aber seien wir mal ehrlich, gegen so ein Viech würde ich in echt, wenn überhaupt, auch nur mit Feigling-Taktiken versuchen zu machen. Ich habe auch vor allem gerade keinen Bock, nochmal ja, Trank gegen Krankheiten zu nehmen. Ja, jetzt kannst du ruhig herkommen. Ich meine, ich tue dir einen Gefallen, ja. Es ist echt kalt hier und mit meinen Feuerpfeilen. Ich will dir nur das Beste. So. Was haben wir hier? Ein Jagdbogen. Ja, cool. Ich mag den Helm. Ich finde den Helm echt dufte. Gut, hier gibt es sonst nichts. Dann loot ich den zumindest. Und schnapp mir den Säbelzahntiger. Toll. Krieg die Beine durch. Na komm, neuer. Aua. Aua. Wenn man sich die Kampfbewegung so anschaut, sieht das schon ein bisschen behindert aus. Ja, so, zack. So. Da habe ich was gesehen, ganz wichtig. Ist das jetzt, das ist jetzt der Weg dort hinten hin. Aber... Oh, eine Höhle. Ich weiß krass, wie viele Erzadern hier im Mordmar sind. Ich wollte halt sagen, das ist halt... Ich würde sonst sagen, dass Erz dort vorkommt, wo es kalt ist, aber im Minental, wo es halt das meiste Vorkommen gab, war es ja nicht so kalt. Deswegen verstehe ich das nicht, aber vielleicht ist es einfach nur jetzt auf diesen Teil bezogen, weil in Mythana wäre es ein bisschen krass, wenn man direkt zu Anfang des Spiels mit Erz zugeschissen wird. Och, Alter. Es ist doch nur ein Minecrawler-Krieger, warum ruckelt das denn so bitte? Die Frage, lohnt sich diese Höhle überhaupt? Bisher sind hier ein paar Fleischschwanzen, ein Minecrawler und ein Minecrawler-Krieger. Ich weiß nicht, ob es ein paar ist, was auch immer die hier gemacht haben, aber hat diese Höhle einen Kampfstab und Tag zu Nacht. Immerhin hat es ein bisschen einen kleinen Nutzen. Der Kampfstab ist aber nicht gerade toll. Tag zu Nacht war meiner Meinung nach, oder meines, ja, hier, Tag zu Nacht. Ilia, gewährt dir mal, ja, Macht über Tag und Nacht. Dieser Zauber funktioniert nur nachts. Jo, das heißt, man kann einfach Tag machen, muss man nicht pennen gehen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und dann gibt es auch einen Zauber von Innos, der das genaue Gegenteil macht. Kann man eigentlich, gibt's das, Beschwörungswandlung. Da, Nacht zu Tag und wie ist das, wenn ich okay, gut, dann vielleicht auch nicht. Egal. So. Also ein paar Wölfe wären schon geil jetzt.
Ah, ist kein Wolf. Fuck. Ja, komm. Ich brauche halt die Erfahrung. Deswegen nehme ich den Kram einfach mal mit. Nimmt mir auch keiner übel, ne? So, blip, blip, blip. So. Ja. Läuft. Läuft bisher. Guck mal, das ist ein Leuchtfeuer. Goblins. Gobos. Mache ich die? Mache ich die nicht? Hat das einen Sinn für mich? Nö. Komm. Wenn die da einfach nur dumm rumstehen, dann... ist auch keine Truhe oder sonst irgendwas. Geht's da hinten? Da hinten geht's aber lang. Aber ich glaube, das hat keinen Nutzen da. Deswegen lasse ich das einfach mal. So mega viel Erfahrung bringt jetzt auch nicht, dass ich das machen muss. So, hier wurde jemand überfallen. Holzfäller. Und ein Säbelzahntiger. Ach Mann, Mann, Mann. Das sind mal Pranken, ey. Ich hab's schon gesehen, was es ist, aber trotzdem. Das sind mal Pranken. Boah. Also Feuerpfeile machen sich schon geil. Natürlich geiler. 176 Jagdgeschick, das ist jetzt... ja, eigentlich... warum habe ich eigentlich so viel Jagdgeschick? Für den Bogen, ne? Aber... ob das so klug wäre? Oder so klug ist? Sei mal dahingestellt. So, die haben ansonsten nichts. Das ist ein seltsamer Pilz. Hi. Kommt direkt seine Freundin an. Glaub's ja nicht. Du kommst so spät. Vielleicht doch noch nicht. Du bist zu spät. Hast deinen Partner nicht beschützen können. Schämst du dich denn gar nicht? Aua. Aua, 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 aua. Geil. So. Die Frage ist, das dachte ich mir schon. Das sind böse Orks, die auch mir gegenüber nicht gut gesonnen sind. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, dass die Orks hier in Nordmar auch Orksöldnern böse gegenüber sind. Das passt schon. Okay, der eine da hinten ist gestorben. Das ist schon schön. Alter, ja. Du bist kein Gegner für mich. Nicht? Ich habe gerade das Inventar geöffnet. Und er stand einfach nur dumm rum. So wie es auch macht, wenn ich das öffne. Aber er hat es nicht geöffnet. Ah, nervig. Gut, versuchen wir es nochmal. Keine Ahnung, was klüger wäre, wen anzugreifen, aber... ich mach mal wieder den da auch. Wenn er so eine scheiß Armbrust hat. Hoch. Toll. Finde ich nicht okay, wenn du mich töten würdest. Ah ja. Aua. 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 Da sieht man.
dass Reichweite doch schon echt krass ist. Jo. Wie mache ich das denn am besten? Kann man das mal einer sagen? Irgendwelche coolen Zauber? Nö, eigentlich nicht. Wir mal Blitzbeschwören machen. Einfach nur aus Spaß. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ja, okay. Dann vielleicht auch nicht. Kann auch warten, bis der hierher gekommen ist. Um den einzeln zu töten. Damit das gleich einfacher ist im Allgemeinen. Hä? Der hatte im Inventar die hier. Aber hat da. Ach so, okay. Gut. Oh, wie gerne ich das Ding hätte. 380 Stärke. Dauert noch. Falls ich überhaupt so. Doch, ich komme schon so weit. Immer positiv. Wenn ich jetzt aber ganz frech den hier mache. So. Ich habe ja noch Meteor, ne? Das sind drei. Oh, machen wir das mal hier. Das sind da drei, ja, das sind drei. Da sind. Ich mach das da. Komm. Es hat zumindest einen getötet und mindestens einen getroffen. Das erreicht mir ja schon. Dabei. Oh, bei, oh, bei. Das Schöne ist, dass diese Orks, die jetzt hier gerade sind, die haben jetzt nicht so krass lange Waffen, nur einer von denen. So, und dip. Ja, das. Mana mache ich mal gerade nicht hoch. Ja, das ist jetzt das Problem. Es sind zu viele. Es sind. Ja, komm. Es sind zu viele auf einmal und mit zwei Fernkämpfern ist das auch nervig. Ah, das sieht halt schlecht aus. Mal halt das. Ja, der Kampf wird auch nicht lange dauern, weil ich abhau. Hoch. So. Der Kampf wird nicht lange dauern. Gut, wenn man die so aufteilt, dann ist das auf jeden Fall machbar. Das Wichtigste ist halt, dass kein Armbrustschütze in der Nähe ist, der einen nerven kann. So, es werden halt immer weniger. Das ist gut. So. Dip, dip, dip. Danke dafür. Okay, dann wird er halt nicht lange dauern. Ist okay. Finde ich nicht okay. Ich möchte nicht zertreten werden. Ja, danke, bitte, doch, bitte, danke. Okay, da war ich jetzt fast zu greedy. Ich fast dafür bezahlen müssen, aber. Ja, ja. Nö, machst du nicht. Ist viel zu langsam dafür. Oh,
Aua. Ist auf jeden Fall mehr als nur einer am Schießen. Das ist echt nervig. Ah, ja, ja, ja. Ist vor allem auch mega dumm, weißt du, schließt dich den Orks an. Und dann gibt es hier in Nordmar doch noch welche, die dir feindlich gegenüberstehen. Wo kommt der denn aber mal her? Es werden immer mehr, verdammt. Die Folge wird auch dementsprechend immer länger. Sterben sie hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Das Problem ist, ich darf erstens nicht zu greedy werden und zweitens muss ich speichern jetzt. Ich habe jetzt mittlerweile so viele getötet. Jetzt nochmal zu sterben wäre echt bitter. So. Dip, dip, dip. Dann mal hier speichern. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wann und ob die despawnen. Deswegen loote ich die halt zwischendurch mal. Kann es sein, dass es immer mehr werden? Mächtiger Elitekrieger. Wow. Ja. Siehst du, zum Glück habe ich gespeichert. Das wäre jetzt echt bitter gewesen. Dann muss ich halt die hier zumindest nochmal alle looten. Oh, passt schon. Dip. Ja. Komm, Stammeskrieger. Mit dir nehme ich das doch locker auf. Alleine. Ohne deine Freunde. Das kann ich auch. Was ist davon? Von da hinten kommen halt immer mehr, ne? Kann das sein, dass es hier so ein Megalager gibt? Eroberer. Ist das jetzt der Anführer von denen? Habe ich jetzt den Endboss beschworen? Ja. Weg! Oh, Alter. Na, ob das so eine kluge Entscheidung war, so früh nach Nordmar zu kommen. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Zumindest das. Oh. Ja, komm, 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 komm. Weg damit. Und hier steht noch einer. Der war kurz am Überlegen, was er machen soll. Wo kommt der denn aber mal? Aua. Wenn das Khan erfährt, was er mit mir macht, mit seinem besten Mann. Dann. Ahaha. Ja. Mir ist mittlerweile auf den Sack, Mann. So. Da ist noch.
Nee, die stecken fest irgendwie. Das sollen die mal machen. Natürlich stecken die jetzt nicht mehr fest. Alter. Es bleibt spannend. Das kann ich zumindest sagen. Es bleibt spannend. Ich hoffe mal, dass es hier in Nordmar auch nicht zu viele Ork Lager geben wird. Es geht mir jetzt schon auf die Nerven. Oder selbst wenn es noch mehr kleinere Lager gibt. Betonung liegt aber auf kleinere. Ne? So, ja. Seien wir mal ehrlich, hätte ich das von Anfang an gewusst, dass so viele noch kommen. Ich glaube, ich wäre einfach dran vorbeigelaufen. Ja, aber das Gute ist halt, es bringt halt super viel Erfahrung. Waffen, die ich einsammeln kann, um zu verkaufen. Also. Zähne zusammenbeißen und durch. Ich glaube, wir haben es ja mittlerweile. Und die Folge wieder arschlang geworden ist. Aber das ist ja nichts Neues, ne? Und ich habe gesehen, dass da schon wieder jemand von dort hinten angerannt kam. Hä? Hast du mich verarscht? Was war das denn? Ich war 5 Kilometer weit weg und da haut mich um. Ja. Aber. Wie viele sind das denn noch? Ich hab keine Lust mehr. Da kommt schon wieder einer, Alter. Fickt euch doch. Wie viele sind denn da noch? Meine Güte. Das kannst du nicht ausdenken, Mann. Mittlerweile die ganze Population der Orks hier in Nordmar kaputt gemacht oder was ist das hier? Speicher mal. Ich vergesse mal, wie ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Wenn es so weitergeht, habe ich auch bald nichts mehr zu essen. So. Es war eine komplett blöde Idee, hier ins Dorf reinzulaufen. Da ist auch noch ein Magier irgendwo bei. Ich glaube es nicht. Ein Schamane, meine ich. Habe ich gerade den Schamanen gemacht? Oder ist das der Schamane? Der Schamane muss weg. Koste es, was es wolle. Der Schamane muss weg. Geil. Puh. Also ich möchte am Ende hiervon ein Level Up haben. Das will ich wenigstens damit bezweckt haben jetzt. 20 Minuten die hier auseinandergenommen zu haben. Der Kampf gegen diesen Ork-Trupp dauert länger als die ganzen Rebellenuntergründe auszurotten. Oh, was haben wir hier? Max Lebensenergie plus 2, kann ich schon nebenbei mal.
Knusper das aber mal nicht jetzt. Nicht, dass ich sterbe und... Oh, Alter, wie viele sind. Da! So. Alter, ich hab halt nichts mehr zu essen. Ja. Ah, langsam wird's anstrengend. Nein, bitte nicht. Ist das der Anführer da, oder? Kriegsführer. Ich kann mich erinnern, gab es nicht eine Quest, die ganzen Kriegsführer zu töten? Oder war das in einem anderen Teil? Schauen wir dann gleich mal, ob er was im Inventar hat. Weil die Orks, nein, Alter, die Orks vor Vanguard, vor der Kuppel, sind ja auch böse. Und ich glaube, da gibt es halt auch ein paar Kriegsführer. Und da gibt es für die Rebellen oder so, oder für den König, eine Quest, die kaputt zu machen. Alter, es kommen halt immer mehr, wenn du gerade denkst, aha, es wird weniger, kommen dann irgendwie mehr. Als ob das Spiel weiß, nach dem Motto, okay, hier sind gerade 5 auf einmal auf dem Haufen bei ihm. Jetzt sind sie weg. Komm, schicken wir mal ein paar neue. Es ist unglaublich, ich bin in dieser Folge mehr im Inventar und am Essen als alles andere. Ah, naja gut. Ich meine, dafür haben wir ja endlos viele Sachen gesammelt. Und in der Zeit... Du hast ja einfach gar keine Ruhe gerade. Ist unglaublich. Hat er irgendwas dabei? Nö. Okay. Sind das denn jetzt wenigstens die letzten? Dass wir... Das Orklager ausgelöscht. Das... Okay, Rufe in Nordmar plus 2. Komm, verpisst euch einfach. Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Ah, Alter. Alter, unglaublich. Das war mal ein Kampf. Krass, ey. Ich bin gerade ziemlich kaputt vom Kampf, deswegen weiß ich gerade auch gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass ich jetzt die ganze Kacke hier einsammle. Ich glaube, geldtechnisch werde ich keine allzu großen Probleme mehr haben. Weiß auch nicht, ob ich... Ja, mal so mega viel bringen die halt nicht. Ja, aber die Masse macht. Oh, das waren noch nicht alle hier. Das ist nochmal was. Vor allem kann ich das mal Max Mana. Lecker. Die nehme ich aber mal mit und hier Max Ausdauer. Ja. Okay, cool. Alter, ey. Ja. Das sieht schon interessant aus. Gut. Genau das meinte ich hier halt. Jetzt liegen hier halt nur noch die Waffen. Und die Leichen sind halt nicht mehr da. Was ziemlich ungünstig ist, weil falls die doch irgendwo geile Sachen haben sollten... hier sind die jetzt wieder da. Ich weiß, Stammesschamane. Schade, ich hätte gedacht, dass der Schamane vielleicht irgendwie...
cooleren Loot hat. Aber dem ist wohl nicht so. So, mächtige Ork-Axt. Also wir sind zwar schon bei 40 Minuten, aber das Lager hier plündern macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Amulett des Druiden. Bonustalent Resistenz gegen Krankheiten. Das ist nicht schlecht. 10 Lebensenergie, 10 Mana. Das ist cool. Bonustalent Resistenzen gegen Krankheiten. Das ist 10 stärker, aber was ich dann eintauschen müsste. Aber. Nee. Nee. Ich ziehe das mal nicht an. Außer wenn ich mal vielleicht gegen Blutfliegen kämpfen muss oder später in der Wüste. Da haben die Assassinen auch gerne mal Gift auf den Waffen. Da kann ich das dann anziehen. Oder ich lasse mich das nächste Mal vergiften und schaue mal, ob das Gift dann weggeht, wenn ich das Amulett anziehe. Könnte ja auch sein. Drehspieß. Lagerfeuer, naja, ich mache da jetzt nichts. Aber ich kann es ins Lagerfeuer. So. Ich könnte davon mal ein paar machen. Da habe ich wieder was zu essen. So. Habe ich hier sonst irgendwas? Das ist halt der Weg dann hier rum. Okay. Deswegen haben die sich auch positioniert, um die Leute abzufangen, wenn die hier langlaufen. Also so ganz dumm sind die Orks nicht. Nur ein bisschen. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal hier hin. Das sieht mir doch schon interessant aus. Aha, aber was es hier auf dieser kleinen Insel gibt, erfahren wir in der nächsten Folge. Folge ist wahrlich lang genug. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.